heute Abend möchte ich ganz kurz darstellen, warum braucht es diese Beteiligung im Klimaschutz und was ist überhaupt Beteiligung? Das ist ja ein sehr weiter Begriff. Dann stellen wir unterschiedliche Formate dar. Das sind zum einen direktdemokratische Formate. Das wird die Jana von Bürgerbegehren Klimaschutz übernehmen, die da auch seit Jahren viele, viele Bürgerinitiativen beraten, unter anderem auch in Niedersachsen. Dann werde ich kurz Bürgerräte vorstellen, und dann noch auf ein paar andere Möglichkeiten und andere Formate der Bürgerbeteiligung eingehen. Und anschließend, gibt es Gelegenheit für Fragen und auch für Diskussion, vielleicht mit dem Fokus, welches dieser vorgestellten Formate sich jetzt besonders gut für Osnabrück eignet und wie man damit vielleicht auch weitergehen kann. Ja, wozu braucht es überhaupt diese Beteiligung? Also wir von Mehr Demokratie sind natürlich der Meinung, dass es sowieso bei allen politischen Fragen möglichst viel Mitsprache geben sollte für Menschen. Aber ich glaube, beim Klimathema ist es nochmal besonders wichtig, diese Beteiligung mitzudenken. Warum? Wenn man dieses Ziel jetzt ernst nimmt, Klimaneutralität 2030, wie es in Osnabrück das Ziel ist, oder meinetwegen auch 2045, wie es das aktuelle Ziel der Bundesregierung ist für Deutschland, dann bedeutet das Klimaneutralität in 7 Jahren oder auch in 22. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber auch wenn man jetzt das sehr viel weniger ambitionierte Ziel von 22 Jahren nimmt, dann ist das eine riesige Herausforderung. Das bedeutet eine Umstellung von unserem kompletten Leben, davon, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie unsere Wirtschaftsweise funktioniert, wie unser Verkehrssystem funktioniert und so weiter. Es betrifft fast alles, fast alle Lebensbereiche und es betrifft auch fast alle Menschen. Und damit ist es natürlich prädestiniert, ein Thema zu sein, bei dem auch alle Menschen mitsprechen und mitentscheiden und mitdenken. Und die Änderungen, die wir einfach machen müssen, um Klimaneutralität zu erreichen, die können nicht einfach beschlossen werden. Und dann passieren die irgendwie. Ja? Also selbst wenn wir jetzt eine, was weiß ich, eine Bundesregierung hätten, die völlig ambitioniert wäre und unbedingt Klimaneutralität in 10 Jahren erreichen wollte oder so, könnte die nicht einfach irgendwas beschließen und dann würde das passieren, sondern es muss das alles noch umgesetzt werden. Die Menschen müssen Entschuldigung, ihr Leben verändern, ihren Alltag verändern und so weiter. Und deshalb braucht es streng genommen nicht nur Akzeptanz, wie häufig gesagt wird, also die Maßnahmen brauchen Akzeptanz, sondern im Grunde braucht es noch sehr viel mehr als Akzeptanz. Es braucht eine aktive Befürwortung. Es braucht, dass Menschen wirklich hinter diesem Ziel stehen, verstehen, was das bedeutet, Klimaneutralität, und dann ins aktive Handeln kommen und auch das nicht nur als Verlust erleben oder so, sondern auch die Vorteile erleben, die das mit sich bringt und die positiven Umstellungen. Genau. Beteiligung fördert rein, sag ich mal, demokratietheoretisch die Legitimation von Entscheidungen und es schafft auch einfach Rückhalt. Klar, wenn ich die Möglichkeit hatte, bei irgendetwas mitzuentscheiden, dann stehe ich im Zweifel eher hinter dieser geplanten Maßnahme oder was auch immer, als wenn das einfach über meinen Kopf hinweg entschieden wurde. Klimaschutz braucht also Demokratie, um zu funktionieren. Und das möchte ich an der Stelle aber auch noch der Vollständigkeit halber sagen, es gilt auch umgekehrt. Also auch die Demokratie braucht den Klimaschutz, denn es ist klar, wenn wir es nicht schaffen, die Klimakrise stark abzumildern, ja, und wirklich konsequenten Klimaschutz zu machen, dann werden einfach die demokratischen Spielräume immer kleiner werden. Wir haben das zum Beispiel bei Corona erlebt. Krisenzeiten sind Regierungszeiten. Das heißt, wenn wirklich irgendwie große Bedrohungen auf eine Gesellschaft zukommen, dann entscheidet die Regierung halt in sehr kurzer Zeit irgendwas. Und ob das dann die meisten Leute wollen oder nicht, oder ob das sinnvoll ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Es ist einfach so, dass dann die Exekutive handelt. Und wenn wir einfach es nicht schaffen, den Klimaschutz jetzt irgendwie auf demokratische Weise zu machen, dann werden wir halt in 5 oder 10 oder vielleicht auch 15 Jahren einfach in einer Situation sein, in der die Regierung den Klimaschutz durchdrückt. Und dann sind wir genau da, ja, was heute viele befürchten, nämlich dann haben wir so eine Art Ökodiktatur. Und um die zu verhindern, müssen wir Klimaschutz machen. Es klingt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv auch beim ersten Hinhören, aber ich glaube, es ist
Eigentlich sehr logisch, wenn man es durchdenkt. Genau, jetzt habe ich hier noch ein kleines Sternchen angefügt. Wozu braucht es Beteiligung? Diese Begründung, warum es Beteiligung braucht, ja, die entspricht jetzt ein bisschen meiner Theory of Change. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Theory of Change ist. Das ist im Grunde ein Konzept oder eine Gedankenfigur. Was braucht es denn, damit tatsächlich Veränderung stattfindet? Ja, wir alle haben irgendwelche politischen Ziele. Es müssen nicht mal die gleichen sein, aber irgendwelche Ziele haben wir bestimmt oder irgendwelche Vorstellungen, okay, in 15 Jahren soll die Welt so und so aussehen. Die Frage ist, wie konkret kommt es denn dahin? Braucht es dafür Druck von der Straße? Braucht es dafür irgendwie aufsehenerregende Aktionen, damit die Leute irgendwie die Krise ins Bewusstsein kommt? Oder braucht es Best-Practice-Beispiele, also dass man sieht, oh ja, das kann ja funktionieren? Oder braucht es finanzielle Anreize? Oder braucht es einfach eine Regierung, die das konsequent durchzieht? Also es sind ja sehr, sehr unterschiedliche, sage ich mal, Wege vorstellbar, wie tatsächlich Veränderung passiert. Man kann sagen, naja, das baut sich von unten auf, wenn einfach viele Menschen genug kleine Sachen machen, dann summiert sich das auf zu einer großen Bewegung. Man kann aber umgekehrt auch sagen, nee, es braucht von oben die großen Rahmenbedingungen und das setzt sich dann nach unten fort. Meine Theory of Change ist, dass es im Grunde einfach wirklich eine breite Befürwortung in der Bevölkerung braucht, um Klimaschutz konsequent machen zu können. Und deshalb braucht es eben auch diese Beteiligung und die Demokratie. Das kann man auch anders sehen. Vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, es hätte eigentlich vor 2 Wochen ein Workshop stattfinden sollen in Osnabrück auch, von uns angeleitet zum Thema Theory of Change, Theorien und Praxis des Wandels, also wo wir eben genau herausarbeiten wollten mit den unterschiedlichen oder mit den Teilnehmenden, wie kommen wir denn jetzt zu diesem Wandel? Und der ist krankheitsbedingt verschoben worden. Das heißt, falls Sie jetzt noch sagen, Sie haben Lust daran teilzunehmen, es gibt noch keinen feststehenden Termin, aber es wird wahrscheinlich im Januar oder Februar im nächsten Jahr dieser Termin nachgeholt. Und über die Internetseite, wo Sie sich angemeldet haben, jetzt für diese Veranstaltung, da können Sie sich auch noch für den Workshop anmelden. Jetzt zur Frage, was heißt denn eigentlich Beteiligung? Das ist ein sehr weiter Begriff. Wir bei Mehr Demokratie sind da recht differenziert. Die meisten Menschen, wenn ich mit denen spreche, für die heißt Beteiligung zum Beispiel auch direkte Demokratie. Bei Mehr Demokratie würden die meisten Leute da in Ohnmacht fallen, weil direkte Demokratie nicht einfach nur Beteiligung ist, sondern was anderes. Aber ich möchte an der Stelle sozusagen so ein bisschen eine Dimension aufmachen. Wie können denn jetzt Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden an politischen Entscheidungen? Und ich sag mal so, die einfachste Form der Beteiligung ist eben ein informiert werden. Das heißt, dass, ja, wenn irgendwelche politischen Entscheidungen getroffen werden, darüber informiert wird, okay, es gab jetzt diese Entscheidung, aber auch warum gab es die, ne? Und das können zum Beispiel vom Format her Bürgersprechstunden sein, die es ja auch in Kommunen oder in Gemeinden sehr oft gibt, wo dann eben Menschen hinkommen können und die Politikerinnen und Politiker Fragen beantworten. Die nächste Stufe, sage ich mal, wäre das Befragtwerden, also dass zum Beispiel in Umfragen herausgefunden wird, okay, was möchten denn die Menschen? Und das dann irgendwie in die politische Entscheidungsfindung mit einfließt. Die nächste Stufe wäre das Mitgestalten. Da gibt es zum Beispiel das Format der Bürgerräte, das heißt, da kommen wirklich unterschiedliche Menschen zusammen, Bürgerinnen und Bürger, teilweise auch Stakeholder oder wie auch immer. Und arbeiten gemeinsam an politischen Fragen, arbeiten gemeinsam Ideen heraus. Die werden dann nicht alle umgesetzt oder nicht notwendigerweise. Aber es wird zumindest zusammengedacht, es wird diskutiert, es werden unterschiedliche Perspektiven irgendwie berücksichtigt. Und die letzte Stufe auf dieser Dimension wäre jetzt das Mitbestimmen. Zum Beispiel, wenn in Form von direktdemokratischen Abstimmungen Bürgerinnen und Bürger tatsächlich direkt über Sachfragen abstimmen. Das wären dann also Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene. Und was ich an der Stelle oder was nachher auch ein bisschen mein Fazit sein wird zu dem Vortrag, es
braucht im Grunde all diese Instrumente an unterschiedlichen Stellen. Das Wichtige ist, dass also Form follows Function im Englischen, also sozusagen das Instrument muss einfach zum jeweiligen Ziel und Zweck passen. Ich würde gar nicht sagen, dass es immer gut ist, wenn bei allem sozusagen maximale Mitbestimmung passiert, sondern es gibt einfach Fragen, da ist das wichtig. Es gibt Fragen, da ist es vielleicht auch ausreichend, wenn es eine gute Informationsveranstaltung gibt. Das kommt einfach ganz darauf an, welchen Zweck man mit Beteiligung verfolgen möchte. Und damit gebe ich ab an Jana von Bürgerbegehren Klimaschutz. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Die Punkte, die ich kurz ansprechen möchte, ich versuche wirklich, das knapp zu halten, ist erstmal die Frage, was ist direkte Demokratie? Warum ist dieses Instrument spannend? Was können wir damit machen? Wie sieht es dann konkret in der Praxis aus? Also was sind die verschiedenen Phasen? Wie kann man sich das vom Ablauf her vorstellen? Was ist im Bereich Klimaschutz möglicher Gegenstand eines Bürgerbegehrens? Das ist überhaupt nicht erschöpfend, aber ich will da ein, zwei Beispiele nennen. Und dann möchte ich gerne alle, die Interesse haben, aktiv zu werden, am Ende nochmal kurz einladen. Genau, das ist so das, was ich mir für heute Abend für meinen Teil vorgestellt habe. Ich hoffe, das passt erstmal soweit. Genau, und dann geht's auch schon los. Genau. Was ist direkte Demokratie? Tatsächlich ist es vor allem die Möglichkeit der zivilgesellschaftlichen Einflussnahme auf politische Entscheidungen im Rahmen des jeweiligen Wirkungskreises, habe ich das jetzt mal definiert. Also das heißt, Bürgerinnen und Bürger können tatsächlich aktiv werden. Sie haben ein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht darauf. Das ist in den unterschiedlichen Landesverfassungen jeweils geregelt, wie das konkret aussieht. Und das ist in Deutschland möglich auf der kommunalen Ebene, in einigen Bundesländern auf der Kreisebene, das habe ich jetzt mal weggelassen, und eben auch auf der Landesebene. Das ist momentan nicht möglich auf der Bundesebene. Wie sieht das aus? Das ist alles sehr stark geregelt, eben genau, weil es sich um so ein verfassungsrechtliches Instrument handelt. Auf der kommunalen Ebene können wir den Einwohnerantrag und das Bürgerbegehren unterscheiden. Beide starten damit, dass man für ein bestimmtes Anliegen Unterschriften sammelt. Bei einem Einwohnerantrag sind es in der Regel weniger Unterschriften, als bei einem Bürgerbegehren. Bei einem Einwohnerantrag ist es so, dann gibt es, wenn genügend Unterschriften zusammengekommen sind, gibt es unterschiedliche Quoren, also unterschiedliche Mengen an Unterschriften, die dann jeweils gesammelt werden müssen. Wenn das erreicht wurde, dann besteht eine Pflicht zur Beratung über ein bestimmtes Anliegen. Das heißt, es gibt keine Entscheidung darüber, aber die gewählten Vertreterinnen und Vertreter müssen über das Anliegen, das dort formuliert wurde, beraten und sich dazu positionieren. Bei einem Bürgerbegehren ist es verbindlicher. Bürgerbegehren bestehen aus einer konkreten Ja-Nein-Frage, die dann zur Entscheidung gebracht wird. Das heißt, ich kann dann ein Bürgerbegehren formulieren. Sind Sie dafür, dass alle kommunalen Gebäude mit Solarpanelen ausgestattet werden? Und dann gibt es in der ersten Stufe das Bürgerbegehren, dann werden dafür Unterschriften gesammelt. Wenn genügend Unterschriften zustande gekommen sind, dann kann die Kommune darüber entscheiden. Und in diesem Punkt wird dann das, was da formuliert wurde, tatsächlich verbindlich. Ne? Das heißt, es gibt eine Entscheidung über ein Anliegen. Analog gibt es diese Instrumente auch auf Landesebene. Volksbegehren bzw. Volksentscheid heißt das dann. Und in einigen Bundesländern gibt es eben auch sozusagen die Parallele zum Einwohnerantrag. Das ist dann die Volksinitiative. In Berlin beispielsweise gibt es das. Genau, das ist sozusagen erstmal das, was man als die sozusagen dort festgeschriebenen Möglichkeiten hat. Tatsächlich habe ich mir das dann natürlich mal angeguckt für Niedersachsen. Ich dachte, wenn wir in Osnabrück sind, ist es ja auch mal ganz gut zu wissen, wie läuft das denn in Niedersachsen ab. Da ist es die Gemeindeordnung für das Land Niedersachsen, die regelt, wie das abzulaufen hat. Der erste Schritt ist, dass eben eine Frage formuliert wird, eine Ja-Nein-Frage für ein Bürgerbegehren. Also sind Sie dafür, alle kommunalen Gebäude bekommen Solarpaneele? Dann muss die Gemeinde abschätzen, was das denn kostet, weil sie sagt, dass diejenigen, die darüber entscheiden, wissen sollen, welche Kosten damit auf die öffentliche Hand zukommen.
Dann kann geprüft werden, ob die Frage überhaupt rechtlich zulässig ist. Es gibt einige Fragen, über die nicht im Rahmen eines Bürgerbegehrens entschieden werden darf. Und es gibt auch klare Vorgaben, wie die Frage formuliert sein muss. Und manchmal ist es so, dass die Formulierung der Frage nicht zulässig ist, weil man zum Beispiel verschiedene Themen in eine Frage gepackt hat, sodass die Einzelnen nicht mehr entscheiden können, wofür sie eigentlich genau sind. Also diese Zulässigkeit kann geprüft werden und dann müssen die Unterschriften gesammelt werden. Da gelten für die verschiedenen großen Kommunen unterschiedliche Quoren. Also das heißt, ne, mit beispielsweise bis zu 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssen mindestens 10% der Wahlberechtigten unterschrieben haben. Genau, ist das der Fall, dann werden die gewählten Vertreterinnen und Vertreter beispielsweise im Rat gefragt, ob sie dieses Bürgerbegehren annehmen. Wird es abgelehnt auf dieser Ebene, dann kommt es zum Bürgerentscheid. Das heißt, es wird zur Abstimmung gebracht. Dann werden alle Wählerinnen und Wähler aufgefordert, wie bei einer Bundestagswahl oder Landtagswahl oder auch Kommunalwahl, in die Wahllokale zu gehen und darüber abzustimmen. Ne? Und dann muss auch wiederum ein bestimmtes Quorum der Frage zustimmen und dann ist sie verbindlich, und zwar für 2 Jahre. Das ist die sogenannte Bindungsfrist. Erst dann kann ein gegenteiliger Beschluss gefällt werden. Wobei man dazu sagen muss, tatsächlich, wenn es so eine große öffentliche Unterstützung bekommen hat und dann auch die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet wurden, also um jetzt in meinem Beispiel zu bleiben, es würde niemand nach 2 Jahren auf die Idee kommen, die Solarpaneele wieder vom Dach zu nehmen. Das ist teuer und wenig sinnvoll und man würde sich wahrscheinlich einen Haufen Ärger einholen. Das heißt, danach kann zwar theoretisch ein gegenläufiger Entschluss gefasst werden, es ist aber nicht sehr häufig. Was sind die Vorteile von direkter Demokratie? Ich habe gerade schon versucht, so ein bisschen diese Verbindlichkeit zu skizzieren. Das ist natürlich enorm. Also im Vergleich zu vielen anderen Kampagnen, die wir kennen, kann man damit wirklich eine Entscheidung herbeiführen, die dann rechtlich verbindlich ist und umgesetzt werden muss. Das heißt, es ist deutlich mehr als ein bitte, bitte, lieber Konzern, verschmutzt die Umwelt nicht so sehr. Insofern ist es ein sehr scharfes Schwert, das Schärfste, was wir, glaube ich, auf so einer zivilgesellschaftlichen Ebene außerhalb der Wahlen haben. Genau, ein Bürgerentscheid entspricht dem Beschluss des Gemeinderats oder eben des Stadtrats. Und was in unserem Kontext schön ist, ist, dass wir damit tatsächlich relativ gute Möglichkeiten haben, dafür zu sorgen, dass vor Ort Klimapolitik gemacht wird und umgesetzt wird. Also wenn es da Verzögerungen gibt, wenn die entsprechenden Weichenstellungen nicht schnell genug vorgenommen werden, können wir einfach mit Bürgerbegehren da einen Unterschied machen. Und was so ein bisschen im Instrument nur begrenzt angelegt ist, aber natürlich ein schöner Nebeneffekt, so eine Unterschriftensammlung hat eine enorme Wirkung in der Öffentlichkeit. Also ganz häufig erleben wir das, wenn wir mit Initiativen sprechen, dass sie sagen, wir sind sofort angefragt worden und eingeladen worden für ein Gespräch mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, weil wir eben auf die Straße gegangen sind und Unterschriften gesammelt haben. Also ganz häufig wird dadurch ein Diskussionsprozess in Gang gesetzt. Es gibt eine mediale Aufmerksamkeit. Das heißt, man kann dieses Instrument auch nutzen, um einfach Themen in der Stadtgesellschaft zu diskutieren. Und das ist ja auch das, was man macht. Man muss für die Unterschriften werben, man muss Leute überzeugen, man geht auf die Straße. Es ist übrigens in Niedersachsen nicht zulässig, das online zu machen. Das heißt, es sind einfach wirklich Unterschriften, die auf so ein Blatt Papier geleistet werden. Und das bringt natürlich eine Diskussion in die Stadt. Und zwar sowohl auf die Straße als auch eben in die Medien und gewählten Vertretungen. Genau. Was sind das für Phasen? Tatsächlich braucht so ein Bürgerbegehren, man fängt natürlich nicht damit an, einfach auf die Straße zu gehen und für irgendwas Unterschriften zu sammeln. Sondern wir haben das mal so ein bisschen schemenhaft in 3 Phasen unterteilt. Das erste ist, dass man versucht herauszufinden, was wäre denn jetzt eigentlich ein sinnvolles Anliegen? Wie ist denn momentan der Stand im Bereich zum Beispiel Klimaschutz? Sind Solarpaneele auf den Dächern denn das, was jetzt gerade noch fehlt, auf den öffentlichen Dächern? Oder brauchen wir eigentlich was anderes? Sind die schon längst irgendwo in einem Klimaschutzplan vermerkt und in der Umsetzung? Also das heißt, man guckt erstmal, wie ist denn die Lage? Was
was sind denn Lücken? Wo muss man denn tatsächlich nochmal mehr Druck aufbauen? Kann dann eben schauen, wie könnte eine entsprechende Abstimmungsfrage aussehen? Fängt an, Materialien zu erstellen und ein Bündnis zu schmieden. Dann geht es los auf die Straße. Dann müssen Unterschriften gesammelt werden. Normalerweise wird so ein Bürgerbegehren angezeigt an der Verwaltung. Und in den meisten Bundesländern gibt es eine Frist, ich glaube in Niedersachsen sind es 6 Monate, in der dann die Unterschriften zusammenkommen müssen. Genau, und wenn dann das Bürgerbegehren genug Unterschriften hat, aber abgelehnt wurde, dann kommt die Mobilisierung zur Abstimmung. So, das ist idealtypisch der Ablauf. Ich spoilere schon mal so ein bisschen. Unsere Erfahrung ist, dass ganz, ganz häufig in oder nach Phase 2 Verhandlungen stattfinden mit den entsprechenden kommunalen Unternehmen und aber auch mit den Kommunen selbst, weil ganz klar ist, im Bereich Klimaschutz, da kann man sich nicht so richtig gegensperren. Da machen sich viele auch unglaubwürdig, das wollen sie natürlich nicht. Trotzdem ist es so, dass viele dieser Bürgerbegehren natürlich so formuliert sind, dass sie den Kommunen auch wehtun, dass die Umsetzung eben nicht so einfach wäre. Denn wenn sie so einfach wäre, dann bräuchte man deshalb nicht noch weiter Druck machen. Und dann gibt es häufig Gespräche und, ich sag mal, vernünftige Kompromisse statt so einer Abstimmung, was auch insofern häufig hilfreich ist, als dass selbst wenn Vorgespräche stattgefunden haben für die technische Umsetzung, die Initiativen in der Regel doch nicht über alle Detailkenntnisse verfügen. Ist einfach so. Das wissen dann die Unternehmen, die mit der Umsetzung zum Beispiel eines Wärmenetzes betraut sind, einfach detaillierter. Und dann ist es sinnvoll, nochmal im Detail zu gucken, wo geht wirklich was und wo wird es schwierig. Genau. Ich habe gesagt, ich skizziere mal kurz, was alles so möglich ist auf kommunaler Ebene. Ich betone das deshalb so mit der kommunalen Ebene, weil Bürgerbegehren sich nur auf Dinge beziehen dürfen, die tatsächlich auch im jeweiligen Wirkungskreis liegen. Ich hatte das ganz am Anfang gesagt, aber jetzt wird vielleicht noch mal klarer, was ich damit meine. Wirkungskreis heißt, ich kann vor allem Anliegen formulieren, wenn es kommunale Unternehmen gibt oder bestimmte Liegenschaften der Kommune selbst gehören oder sie diese selbst bewirtschaftet. Das heißt, ich habe keinen Einfluss über ein Bürgerbegehren, beispielsweise auf ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, sondern nur, wenn wir jetzt im Energiebereich bleiben, zum Beispiel auf ein kommunales Stadtwerk, wenn es ein Stadtwerk gibt, das Kraftwerke betreibt, fossile Kraftwerke, dann können wir mit einem Bürgerbegehren eine Frage entsprechend so formulieren, dass diese Kraftwerke abgeschaltet werden müssen. Ne, wenn es eine Wärmeversorgung gibt, die kommunal in irgendeiner Form strukturiert ist, wenn es ein Fernwärmenetz gibt, was in kommunaler Hand ist, dann kann ich mit einem Bürgerbegehren dafür sorgen, dass die Fossilen aus diesem Netz verschwinden. Wenn es Energienetze gibt, die nicht in der Hand der Kommunen sind, seien das jetzt Stromnetze oder auch Gas- oder Wärmenetze, dann kann man es rekommunalisieren. Also Hamburg hat da viel Erfahrung mit. In Berlin lief auch schon einiges zu dem Thema, aber nicht nur dort. Das nenne ich jetzt einfach nur so als vielleicht die bekanntesten Beispiele. Genau, insgesamt kommunale Stadtwerke sind ein großer Hebel und Ansatzpunkt. Das sind auch wichtige Akteure für die Energiewende. Also wenn es nicht nur darum geht, fossile Energien abzuschalten, sondern eben auch die Alternativen auszubauen. Ne? Also um nochmal bei meinen Solarpanelen zu bleiben. Stadtwerke sind einfach wunderbare Akteure, um genau sowas umzusetzen, um Dächer zu pachten und da entsprechend einfach die, genau, diese doch auch teilweise etwas komplizierten Regularien umzusetzen. Genau, wichtig ist auch sowas wie die kommunale Wärmeplanung, also dass einfach insgesamt geschaut wird, wie kann eine nachhaltige Versorgung aussehen. Die läuft jetzt an, es wird da auch ein Bundesgesetz geben, aber das dauert noch bis 2026, bis tatsächlich jede Kommune sowas haben muss. Das heißt, man kann auch da nochmal Druck machen, das vorher sowohl zu erstellen, als auch eben in die Umsetzung zu bringen. Genau, aber auch im Verkehr gibt es Möglichkeiten. Vieles ist da aber auf Bundesebene geregelt. Deswegen gibt es jetzt hier so einen Schwerpunkt auf den Energiebereich, weil es da einfach die größten Hebel gibt, kommunal. Genau, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ich war jetzt mal explizit nicht in Niedersachsen, denn das Niedersachsen-Beispiel stellen wir nächste Woche vor.
aber dazu lade ich gleich noch ein. Genau, Flensburg, deshalb, weil die jetzt gerade ihre Unterschriften eingereicht haben. Und das ist ganz spannend. Die haben nämlich geguckt nach den städtischen Gaskraftwerken, die sie abschalten wollen. Und da sind wir jetzt auch an so einem Punkt, ne? Die haben genügend Unterschriften zusammen, die sind jetzt eingereicht, werden jetzt ausgezählt und es gibt verschiedene Vorschläge, wie dann damit umgegangen wird. Das heißt, die sind jetzt an dem spannenden Punkt zu schauen, kommt es zu einer Abstimmung, wird da was, gibt es eine Verhandlungslösung und wenn ja, wie kann die aussehen? Und ich dachte, ich zeige einfach mal, wie auch so eine Unterschriftenliste aussehen kann. Also das ist hier so ein Faltflyer gewesen, das ist die eine Seite mit so ein paar Hintergrundinformationen, wo einfach draufsteht, was ist das Anliegen, warum wollen die das, wie kriegt man das hin? Und die nächste Seite, das ist tatsächlich nochmal ganz spannend, auch zum Ablauf, es ist nämlich so, auf jeder Seite, auf jedem einzelnen Papier muss die konkrete Fragestellung und die Begründung draufstehen. Das ist deshalb wichtig, damit klar ist, diejenigen, die unterschrieben haben, haben die Chance gehabt zu lesen, was sie eigentlich unterschrieben haben. Und das sind nicht irgendwelche Unterschriften für irgendwas. Ne? Und deshalb nimmt das hier relativ viel Raum ein. Genau, es gibt auch da eine Kostenschätzung der Stadt Flensburg. Sowas müsste man dann in Niedersachsen auch mit draufnehmen, wo dann eben angegeben ist, mit welcher Summe die geplante Maßnahme dann eben die öffentliche Hand belasten würde. Und dann kann das Sammeln losgehen. Genau. Was machen wir? Und wie kann man da vielleicht auch nochmal reinkommen? Wir sind jetzt gerade dabei, wir haben eine Kampagne gestartet, die heißt Raus aus dem Erdgas, wo es genau darum geht zu gucken, wie können wir die Wärmewende gestalten, wie können wir diese Abhängigkeit vom Erdgas, die wir momentan in der Wärmeversorgung haben. Über die Hälfte der Haushalte werden mit Erdgas versorgt. Wie können wir das beenden? Indem wir eben Bürgerbegehren und direkt demokratische Instrumente nutzen. Und wir haben uns gedacht, das passt einfach hier sehr schön zu dieser Reihe, deswegen will ich es einmal ankündigen. Wir wollen Kommunen in Niedersachsen auch nochmal dazu ansprechen und schauen, wo es denn Interesse gibt, da einen Schritt zu machen und die Kommune raus aus dem Erdgas zu schubsen mit Hilfe von direkter Demokratie. Da wird es nächste Woche am Mittwoch einen Workshop geben und da wird auch von Hannover Erneuerbar jemand die Kampagne vorstellen, die da passiert ist. Die haben es auch geschafft, ihre Stadtwerke dazu zu bringen, aus den Fossilen schrittweise auszusteigen und haben das verbunden, auch in so einer Verhandlungslösung mit der Stadt, mit tatsächlich massiver Unterstützung, nicht nur für die kommunale Wärmeversorgung, sondern eben auch für private. Also es gibt dann auch eine Heizungsoffensive, die sie damit verhandelt haben, sodass die Stadt Hannover da jetzt einfach ganz aktiv wird. Genau, und wer inhaltlich mehr wissen möchte, wir haben gerade eine Workshop-Reihe, die heißt Wärme vor 12, wo wir verschiedene Themen rund um kommunale Wärmewende einmal adressieren. Da habe ich den Link jetzt hier auch nochmal dazu gepackt. Genau. Was machen wir sonst noch so? Wir unterstützen mit Info- und Kampagnen-Workshops vor Ort. Also wenn Initiativen Lust haben, sowas zu starten, dann muss man das nicht alleine machen. Wir machen ganz viel von der Beratung auch zusammen mit Mehr Demokratie, wo wir sozusagen den Campaigning-Teil unterstützen und Tipps und Tricks geben, wie man so eine Kampagne gut strukturieren kann und die juristischen Hintergründe nochmal von Mehr Demokratie mit beleuchtet und unterstützt werden. Genau, wir haben verschiedene Fragestellungen juristisch auch prüfen lassen, um eben Bürgerbegehren in dem Bereich möglichst rechtssicher und zulässig zu gestalten. Genau, wir haben verschiedene Weiterbildungsangebote, eins davon habe ich gerade eingeblendet und machen Vernetzung. Das heißt, wir freuen uns auf jeden Fall auf, wenn Leute Lust haben, aktiv zu werden und stehen da gerne unterstützend zur Seite. Genau, vielleicht so viel erstmal zu dem Instrument direkte Demokratie, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide. Fragen machen wir wahrscheinlich einfach ganz am Ende, ne? Ja, genau, wir hatten das gedacht wegen der Aufzeichnung, dass wir die Fragen dann nach dem Input gleich von Steffen Krenzer nochmal nehmen. Also schreiben Sie sich Ihre Fragen auf, die Sie jetzt auch an die Jana Bosse haben zu den Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.
Und die Verena Kantrowitsch, die hat das gerade schon in den Chat gepostet. In Osnabrück gab es gerade auch so ein Verfahren, nämlich quasi ein Bürgerbegehren zu Radverkehrswegen. Das ist dann unter dem Namen Radentscheid gelaufen. Das wurde, die Unterschriften wurden im Juli eingereicht und danach gab es dann einen Ratsbeschluss, quasi den Interessen von dieser Initiative, die eben für Radwege eingesetzt haben, einfach komplett angenommen haben. Also es gab quasi brauchte dann diese Phase 3 mit dem Bürgerentscheid gar nicht, weil das durch einen Ratsbeschluss dann schon abgehandelt wurde. Ja, vielen Dank, Jana, für den Input und den Inhalt. Wir merken uns alle den 23.11. mit der Veranstaltung für Bürgerbegehren in Niedersachsen und die Veranstaltungsreihe Wärmewende vor 12. Jana, vielleicht kannst du ja die Links nochmal auf den Chat posten. Und dann gebe ich hiermit weiter an Steffen Krenzer, der übrigens der Bereichsleiter bei uns oder den Bereich Klima und Demokratie bei mir Demokratie verantwortet, zu weiteren Verfahren neben diesen direkt demokratischen Mitteln. Ja, danke schön. Genau, von der direkten Demokratie zu den Bürgerräten. Wir sind schon etwas hinter der Zeit. Ich werde deshalb aber nicht in Hektik verfallen, sondern mal sehen, vielleicht lasse ich ein, zwei Folien weg oder so. Was sind Bürgerräte? Die meisten von Ihnen haben vielleicht schon davon gehört, könnte ich mir vorstellen. Ich werde trotzdem noch mal kurz darstellen, was ist das? Bürgerräte sind ein bestimmtes Format der Bürgerbeteiligung und was sie von den meisten anderen Beteiligungsinstrumenten unterscheidet, sind eigentlich zwei Sachen, zwei Kernmerkmale. Das eine ist die Deliberation. Das bedeutet im Grunde nur, unterschiedliche Akteure, das heißt Bürgerinnen, Bürger, in der Regel, aber es können auch Politikerinnen, Politiker sein oder Stakeholder, Vertreter aus der Wirtschaft oder aus der Zivilgesellschaft kommen zusammen und tauschen sich auf Augenhöhe aus. Tauschen ihre Perspektiven zu einer politischen Frage aus. Und das Entscheidende ist eben auf Augenhöhe. Das heißt, es ist wirklich der Versuch, Menschen zusammenzubringen, die ihren eigenen Perspektiven auf ein Thema mal teilen können und eben auch die Perspektiven der anderen kennenlernen können. Das andere ist das vielleicht etwas besser greifbare Kriterium, das ist nämlich die Losauswahl. Das heißt, Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei solchen Bürgerräten werden per Los bestimmt. Da gibt es noch unterschiedliche Varianten von Losverfahren, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber vom Grundprinzip her ist es so, wenn zum Beispiel ein Bürgerrat auf Landesebene in Niedersachsen stattfindet, dann können alle Menschen, die in Niedersachsen wohnen, meistens über 16 und meistens, über 16, alle Menschen, die in Niedersachsen wohnen, können theoretisch gelost werden, wenn sie Glück haben oder Pech, je nachdem, wie man es sieht, aber meistens Glück. Teil dieses Bürgerrats werden. Das heißt, das sorgt dafür, dass da eine sehr diverse Zusammensetzung an Menschen zusammenkommt. Zum Beispiel in Parlamenten, im Deutschen Bundestag, sind, glaube ich, nur 7% der Menschen mit einem Hauptschulabschluss. Und ganz, ganz viele Menschen haben einen akademischen Titel oder auch auf jeden Fall einen Studienabschluss, teilweise auch Promotion und so weiter. In der Bevölkerung ist der Anteil natürlich viel geringer an AkademikerInnen. Und in so einem gelosten Bürgerrat kommt aber tatsächlich eine Mischung an Menschen zusammen, die ungefähr der Zusammensetzung der Bevölkerung entspricht. Das heißt, es sind Alte und Junge da, Männer und Frauen und so weiter. Also eine sehr diverse Zusammensetzung. Die tauschen sich aus zu einem politischen Thema, zum Beispiel Klimaschutz. Dabei werden sie beraten von Fachleuten. Das heißt, es ist jetzt nicht Voraussetzung, dass alle irgendwie schon super viel wissen über Klimaschutz, sondern sie werden noch bekommen noch das entsprechende Wissen, um dann auch sinnvoll diskutieren zu können. Das Ganze wird professionell moderiert, damit eben alle Menschen auch wirklich die Gelegenheit haben oder die Möglichkeit bekommen zu sprechen und nicht irgendwie Einzelne die Diskussion dominieren oder so. Und das Ganze, das Ziel des Ganzen ist, im Rahmen von zum Beispiel 4 oder 5 Wochenendterminen ein
Empfehlungspapier zu entwickeln, meistens heißt es Bürgergutachten, was dann an die politischen Entscheidungsträger übergeben wird. Hier rechts im Bild ist das Gutachten des Bürgerrat Klima, der letztes Jahr auf nationaler Ebene stattgefunden hat. Und das schließt ganz gut an diese Folie. Wir erleben im Moment so ein bisschen eine deliberative Welle. Oder deliberative Demokratie ist im Grunde der Überbegriff für das, wozu auch Bürgerräte gehören. Und Welle deshalb, weil einfach Bürgerräte gerade im Trend liegen. Wir erleben das international. In ganz vielen europäischen Ländern finden Bürgerräte gerade auch zum Klimaschutz statt. Es ist jetzt gerade von der Ampelkoalition geplant, in dieser Legislaturperiode Bürgerräte auszuprobieren und dann gegebenenfalls auch zu institutionalisieren, also klare Regeln zu schaffen, wie das auf Bundesebene laufen kann. Es gibt in mehreren Koalitionsverträgen, zum Beispiel in NRW und Schleswig-Holstein, die Erwähnung von Bürgerräten, die dann eben auf Landesebene stattfinden sollen. Und es gibt circa 65 Verfahren auf kommunaler Ebene in Deutschland, bisher Tendenz stark steigend. Und weitere 50 Initiativen, die sich eben dafür einsetzen, dass Bürgerräte auf kommunaler Ebene in ihrer jeweiligen Kommune stattfinden. Und ungefähr ein Drittel dieser Verfahren findet zum Klimaschutz oder verwandten Themen statt. Das heißt, das ist schon eines der Themen, das einfach besonders gerne mit diesem Instrument bearbeitet wird. Mehr Informationen gibt es auch unter bürgerrat.de. Da gibt es auch ganz viele. Also da sind auch all diese, zum Beispiel diese 65 kommunale Verfahren verlinkt. Ich möchte das Ganze noch an einem Beispiel erläutern, nämlich Bonn for Future. Ich kenne den Prozess ein bisschen besser und finde den tatsächlich auch in mancherlei Hinsicht vorbildhaft. Deshalb habe ich das als Beispiel gewählt. In Bonn ist es so, die Stadt hat das Ziel Klimaneutralität 2035. Und dann gab es oder gibt es jetzt diesen Beteiligungsprozess Bonn for Future, der eine Kooperation darstellt zwischen einerseits Bonn im Wandel, was eine zivilgesellschaftliche Initiative ist, also im Prinzip Transition Town Initiative in Bonn, und der Stadtverwaltung. Also auch schon eine ganz interessante Kombination aus Akteuren. Die haben gemeinsam mehr oder weniger diesen Beteiligungsprozess aufgesetzt, an dem geloste und teilweise auch geladene Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen diskutiert haben. Es gab vier Termine. Im ersten Termin wurde erstmal versucht, eine positive Vision zu finden für Bonn 2035. Häufig ist es ja so beim Klimaschutz, es ist, sage ich mal, vom Negativen her gedacht. Oh Gott, wir müssen das Klima schützen, weil sonst passiert eine Katastrophe und so weiter. Das ist natürlich auch richtig, aber es ist an vielen Stellen nicht so richtig motivierend. Menschen haben lieber etwas Positives, auf das sie zugehen. Und deshalb hat das Ganze hier gestartet, und das ist oft bei Bürgerräten zum Klimaschutz so, eben damit ein positives Zukunftsbild, eine positive Vision für Bonn zu finden. Es wurde dann schön festgehalten mit solchen Graphic Recordings. Die gibt es auch alle auf der Website von Bonn for Future. Kann man sich mal anschauen. Gibt es auch einen kleinen Film mit Musik. Im zweiten Termin ging es dann darum, diese Ziele oder diese Visionen runterzubrechen auf konkrete Ziele, insbesondere im Bereich Wohnen und im Bereich Mobilität. Und im letzten Termin ging es dann darum, diese Ziele tatsächlich zu einem konkreten Handlungsplan weiterzuentwickeln. Mit entsprechenden Zwischenschritten, Zwischenzielen, Projekten, die teilweise auch von der Zivilgesellschaft übernommen werden. Also die Empfehlungen richten sich nicht nur an die Politik, sondern es sind auch Projekte, die, sage ich mal, direkt von den Bürgerinnen und Bürgern angegangen werden können. Und was auch interessant war in Bonn ist, dass es eine Integration gab mit einem wissenschaftlichen Gutachten. Das heißt, parallel hat die Stadt bei einem wissenschaftlichen Institut oder mehreren einen Plan in Auftrag gegeben, wie kann Bonn klimaneutral werden bis 2035. Und diese beiden Prozesse, also das wissenschaftliche Gutachten und der von den Bürgern erarbeitete Handlungsplan, die sollten eben ineinander fließen.
Das hat, sage ich mal, in der Praxis etwas weniger gut funktioniert als in der Theorie, aber dennoch ist es erstmal, finde ich, ein sehr guter Ansatz. Und was auch gut war in Bonn, war, dass es eine sehr enge Anbindung an die Verwaltung gab. Das heißt, es waren gerade auch beim letzten Termin über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung bei dem Beteiligungsprozess anwesend. Und das adressiert ein Problem, was es sonst häufig gibt bei Bürgerräten, nämlich dass man ein ganz tolles Gutachten bekommt, in dem super Sachen drin stehen, aber irgendwie passiert damit dann nicht so viel. Also es gibt irgendwie so eine Lücke zwischen tolles Gutachten und ja, Umsetzung. Und die Hoffnung jetzt in Bonn ist, dadurch, dass einfach so viele Leute auch aus der Verwaltung da waren, wird wahrscheinlich was passieren, weil die einfach mitbekommen haben, was ist das für ein Prozess, wo kommt diese Empfehlung her, was gibt es für Empfehlungen und so weiter. Ob das am Ende so ist, wird sich zeigen, aber ich bin optimistisch. Soweit zu den Bürgerräten. Und es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Formate, die ich jetzt jeweils nur kurz, kurz skizzieren möchte, weil das tatsächlich auch einfach Formate sind, von denen ich jetzt nicht so viel Ahnung habe, weil mehr Demokratie sich vor allem auch mit direkter Demokratie und mit Bürgerräten, also gelosten Beteiligungsverfahren beschäftigt. Aber dennoch vielleicht noch kurz einfach so als Erwähnung, was es noch so gibt. Es gibt natürlich zunehmend Möglichkeiten der Online-Beteiligung. Ein spezifisches Tool habe ich jetzt mal rausgesucht, Konsul, das ist tatsächlich auch noch was, was mehr Demokratie macht. Das ist ein bestimmtes eine bestimmte Plattform, sage ich mal, oder ein Programm, was jetzt von zunehmend vielen Kommunen weltweit tatsächlich, aber eben auch in Deutschland verwendet wird. Es ist eine Beteiligungssoftware, die im Prinzip ein gemeinsames Arbeiten an Dokumenten ermöglicht. Es ist tatsächlich sehr schwer, das zu erklären. Man muss es mal einfach gemacht haben, glaube ich, um das zu verstehen. Es bringt immer nicht so viel darüber zu sprechen, habe ich das Gefühl. Aber es ist eine Möglichkeit, gemeinsam online eben zu arbeiten, mit deren Hilfe zum Beispiel Bürgerhaushalte erstellt werden können oder es kann so eine Art Brainstorming geben, also dass Leute gemeinsam Ideen zu einem Thema sammeln. Es kann theoretisch auch können Abstimmungen in dem Programm vorgenommen werden und so weiter. Theoretisch kann damit sogar sowas wie kollaborative Gesetzgebung passieren. Das ist so ein bisschen unsere Vision, die in Deutschland gerade noch eher weit weg ist, aber die in anderen Ländern, zum Beispiel in manchen spanischen Kommunen, bereits so versucht wird. Also dass tatsächlich Gesetze nicht mehr vom Parlament oder von zum Beispiel Ministerien oder so formuliert werden und dann im Parlament abgestimmt werden, sondern dass es mehr oder weniger ein gemeinsamer Prozess ist, bei dem eben ganz viele Menschen mitwirken können. Auch ein anderes Instrument, was online funktioniert, das Beispiel ist Update Deutschland. Das hat vor, ich glaube, 2 Jahren stattgefunden. Und das Besondere an diesem Beteiligungsverfahren ist, dass nicht nur am Anfang eine Ideensammlung stattfindet, also das ist hier mit dem Mobilisieren gemeint, dass einfach viele Menschen da zusammenkommen und einfach, sage ich mal, Ideen in einen Pott werfen, sondern das Ganze wird dann gebündelt und irgendwie kuratiert, also zu Themenbereichen zusammengefügt und so weiter. Aber das Besondere ist, dass an diesem Programm eben auch Organisationen teilnehmen konnten, die gesagt haben, ich habe Kapazität und ich habe Lust, was zu machen und das sind meine Fähigkeiten. Ich bin zum Beispiel ein kleines Softwareunternehmen. Wir haben in der Woche, keine Ahnung, 10 Stunden Zeit, die wir irgendwie für einen guten Zweck zur Verfügung stellen könnten. Und wir wissen aber nicht, was könnte dieser gute Zweck sein. Und die Idee von diesem Programm, war im Prinzip jetzt die Ideen oder die Probleme, die auf der einen Seite gesammelt wurden, mit den vorhandenen Kapazitäten auf der anderen Seite zusammenzubringen. Und tatsächlich, gab es da eben oder gibt es da jetzt eine ganze Reihe von Projekten, die auf diese Art und Weise zustande gekommen sind, dass also ein Problem einen Bearbeiter mehr oder weniger gefunden hat? Ja, aus dem Digitalen zurück ins Analoge und etwas traditionellere Workshops sind ja schon ja, ein Format, was es schon sehr lange gibt. Ich habe hier ein Beispiel rausgegriffen, was wir tatsächlich selber auch durchführen, die sogenannte Klimademokratiewerkstatt. Das ist im Prinzip ein 2-tägiger offener Workshop,
den wir durchführen mit Politikerinnen und Politikern, Mitarbeitern aus der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürgern. Also alle kommen zusammen, diskutieren zum Thema Klimaschutz, nachdem sie vorher eine Einführung ins Thema bekommen haben. Sie sammeln Ideen, was in ihrer Kommune gemacht werden kann. Das Ganze wird ein bisschen angereichert mit Expertenwissen und auch mit Ideen, zum Beispiel aus, was in anderen Kommunen gut funktioniert hat. Und dann gibt es eben feste Verabredungen und es werden Arbeitsgruppen gebildet von den Menschen, die teilnehmen. Und die, sage ich mal, verpflichten sich dann selber auch an bestimmten Themen weiterzuarbeiten. Die Idee dabei ist, das werde ich vielleicht auch nochmal kurz sagen, dass eben so ein bisschen ein Impuls in eine Kommune kommt. Also gerade in kleinen Kommunen funktioniert das unserer Erfahrung nach sehr gut, dass einfach ja ein Thema auf die Agenda kommt und es dann Menschen aktiviert und die so ein bisschen ins Tun hineinkommen durch so eine Auftaktveranstaltung. Mehr Informationen gibt es dazu auch auf dieser Website, die vielleicht Lea nochmal in den Chat stellen kann. Genau, den Bürgerhaushalt kann ich ganz kurz abhandeln. Es gibt in manchen Städten die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger eine bestimmte Summe von Geld verwalten. Zum Beispiel in Konstanz sind das 100.000 Euro pro Jahr, die darauf verwendet werden können, gemeinnützige Ideen oder Projekte zu finanzieren. Und die Vergabe dieses Geldes oder die Entscheidung darüber, wer dieses Geld bekommt, erfolgt eben durch ein gelostes Gremium. Genau, ich glaube, ich habe noch zwei Punkte. Das eine ist das demokratische Wirtschaften. Das ist jetzt kein, sage ich mal, klassisches Demokratieformat. Aber die Frage ist für mich so ein bisschen, was ist denn überhaupt Demokratie? Da denken wir zunächst mal irgendwie an Wählen, vielleicht noch an direktdemokratische Abstimmungen und so weiter. Das ist natürlich auch alles richtig. Aber meine These ist, im Grunde funktionieren Demokratien dann, wenn wirklich die Demokratie sich durch die ganze Gesellschaft durchzieht, also nicht nur, wenn es Abstimmungen gibt oder so, sondern wenn wirklich eine demokratische Kultur gelebt wird in allen Bereichen. Das kann zum Beispiel natürlich auch das Wirtschaften betreffen. Hier mein Vorschlag zu einer Demokratie-Definition. Demokratie ist diejenige Organisationsform, die es Menschen erlaubt, über Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen. Und da geht es auch ganz viel um das Erleben dieser Mitbestimmungsmöglichkeit. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten eine globale, direkte Demokratie. Also alle Entscheidungen würden von allen Menschen global per direkter Abstimmung entschieden. Dann wäre das natürlich formal gesehen eine perfekte Demokratie. Aber ich glaube, trotzdem hätte keiner von den mittlerweile 8 Milliarden Menschen wirklich auf der Welt das Gefühl, oh, wir leben in einer Demokratie. Weil von diesen 8 Milliarden Menschen ist meine Stimme einfach so winzig klein. Da habe ich nicht das Gefühl, was mitzubestimmen. Ganz anders bei solchen kleinen Projekten oder kleinen Beispielen des demokratischen Wirtschaftens, wie ich sie jetzt hier aufgeführt habe, zum Beispiel solidarische Landwirtschaft, Bürgerenergieprojekte, Sharing-Projekte, also wo zum Beispiel, was weiß ich, Autos oder Werkzeuge oder was auch immer geteilt werden. Aus meiner Sicht sind das auch oder können das auch Demokratieprojekte sein. Und daran anschließend die demokratische Kultur. Ich glaube, auch das ist wichtig, gerade wenn wir über das Klima reden, weil einfach dieses Thema natürlich auch immenses Spaltungspotenzial hat. Ja? Es gibt heute schon viele Menschen, denen geht alles viel zu langsam, verständlicherweise. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen, denen geht alles viel zu schnell mit dem Wandel. Ja? Und ja, Klimaschutz ist schon wichtig, aber doch jetzt nicht in 7 Jahren alles umkrempeln. Und ich glaube, je dramatischer der Klimawandel voranschreitet, aber je mehr Änderungen wir auch einfach vornehmen, desto mehr wird sich das hochschaukeln. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir eine gute demokratische Kultur entwickeln oder die demokratische Kultur stärken, damit einfach es an der Stelle nicht zu einer noch größeren Spaltung kommt, als wir sie ohnehin schon haben. Und das fängt damit an, wie wir zum Beispiel miteinander sprechen. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz große Gefahr für die Demokratie, nicht nur im Bereich Klimaschutz, aber auch. Also Hate Speak, Fake News, Filterblasen im Internet und so weiter. Genau, da kann ich Sie vielleicht auf ein Format kurz aufmerksam machen, was wir auch von Mehr Demokratie aus gerade bespielen. Das nennt sich Sprechen und Zuhören. Im Prinzip ist es super simpel.
Menschen kommen zusammen und alle bekommen einen 5-Minuten-Slot, in dem sie einfach sprechen können zu einem bestimmten Thema, einfach mal sagen können, was sie dazu fühlen. Und die anderen hören zu und dann ist die nächste Person dran. Im Grunde ist das ja die Grundlage der Kommunikation. Menschen sprechen, andere hören zu und dann wird gewechselt. Aber obwohl das Format eigentlich so simpel ist, bekommt es sehr großen Zuspruch. Also alle Leute, die daran teilnehmen, sind immer total begeistert. Insofern auch die Einladung an Sie, falls Sie Lust haben, kommen Sie gerne mal dazu. Es ist eine interessante Erfahrung. Genau, ich mache jetzt hier ein bisschen schneller, weil wir schon weit über die Zeit sind. Der Punkt ist einfach nur, ich glaube, es ist auch wichtig, diese, sage ich mal, eher, ja, wie sagt man, also diese Aspekte der demokratischen Kultur mitzudenken, auch wenn die vielleicht erst auf den zweiten Blick was mit Klimaschutz oder vielleicht auch erst auf den zweiten Blick was mit Demokratie zu tun haben. Und das betrifft natürlich auch eine Kultur der Beteiligung, die eben Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt, die daran glaubt, dass Bürgerinnen und Bürger kompetent sind. Ich möchte gerne auch auf diese Folie eingehen, nämlich so ein bisschen das Fazit aus dem, was wir jetzt eben gesehen haben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der demokratischen Beteiligung. Und die Frage ist einfach, was will ich? Was ist mein Anliegen? Was möchte ich gerade? Und dementsprechend sollte ich auch das Format auswählen. Wenn es mir jetzt darum geht, zum Beispiel Druck aufzubauen, eine Entscheidung herbeizuführen oder ein bestimmtes Thema auf die Agenda zu setzen, dann eignet sich eine Bürgerinitiative. Ein Beispiel ist, Entschuldigung, zum Beispiel, wenn, ja, also Jana hat ja vorhin schon einige Beispiele genannt, aber wenn sie beispielsweise ein 365-Euro-Ticket oder auch das 9-Euro-Ticket, was auch immer, einführen wollen in Osnabrück oder sonst wo, dann ist einfach eine super Möglichkeit, diese Entscheidung herbeizuführen, eine Bürgerinitiative. Ein Ratsreferendum ist im Prinzip auch ein Bürgerentscheid, der aber nicht herbeigeführt wird von Bürgerinnen und Bürgern, sondern von dem Gemeinderat. Das heißt, auch der Gemeinderat oder Stadtrat oder wie auch immer er heißt, kann sagen, wir möchten einen Bürgerentscheid, zum Beispiel zu einem geplanten Windpark in der Nähe. Warum sollte das der Rat tun, wenn er das doch auch einfach entscheiden kann? Ganz einfach, weil manche Entscheidungen natürlich sehr kontrovers sind und das einfach Legitimation schafft. Das heißt, wenn so ein Bürgerentscheid stattfindet und, was weiß ich, 55% der Menschen oder noch besser natürlich 60 oder 70 sind für den Windpark, dann ist das einfach was anderes, als wenn der Gemeinderat das entscheidet und dann hinterher die Leute einfach sagen, nee, das wollten wir gar nicht, das wurde über unsere Köpfe hinweg entschieden oder was auch immer. Ja, Bürgerräte eignen sich nicht, um Druck aufzubauen, unserer Erfahrung nach, sondern Bürgerräte sind eher geeignet, um mehrheitsfähige Lösungen zu finden, auch meinetwegen, um Themen in der Stadtgesellschaft zur Sprache zu bringen, aber auch einfach um Perspektiven in Austausch zu bringen. Zum Beispiel bei Themen, die alle betreffen und wo es sehr unterschiedliche Interessenlagen gibt, zum Beispiel in der Wohnungs- und Baupolitik. Es gibt irgendwie die Interessen von Vermietenden, von Mietenden, von Wohnungsbaugesellschaften, von Baufirmen, von Leuten, die Grünflächen in der Stadt wollen, was auch immer. So, und das alles mal zusammenzubringen, auch sich einfach mal darüber auszutauschen, dafür sind Bürgerräte geeignet. Werkstätten sind aus meiner Sicht eher geeignet, wenn es darum geht, ein Momentum aufzubauen, also einen Impuls zu geben und dann direkt loszulegen. Weil Bürgerräte entwickeln zwar Ideen, aber die gehen dann halt meistens an die Politik und dann dauert es wieder eine Weile und dann wird im besten Fall das umgesetzt, oft aber auch nicht komplett und es lässt einfach auch von der Umsetzung her die Menschen ein bisschen außen vor. Und so eine Werkstatt, die ist zwar nicht gelos, das heißt, die ist weniger repräsentativ und so weiter, aber die Leute, die daran teilnehmen, die können einfach direkt am Nachmittag oder am Abend nach der Werkstatt loslegen, sagen, okay, wir bilden jetzt eine Arbeitsgruppe, wir machen hier, keine Ahnung, gründen eine Sharing-Flotte oder was auch immer. Genau. Online-Beteiligung eignet sich einfach gut, um in kurzer Zeit möglichst viele Menschen Ideen sammeln zu lassen, Ideen priorisieren zu lassen. Es ist eine relativ niedrigschwellige Form der Zusammenarbeit, entsprechend aber auch nicht so besonders tief, sage ich mal, vom Niveau. Da wird nicht viel diskutiert oder so, sondern es ist eher so ein Sammlungsprozess.
Und dann Öffentlichkeitsarbeit und Infoveranstaltungen. Klar, da geht es vor allem um Wissenstransfer, also überhaupt Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, darüber zu informieren, warum wird jetzt irgendetwas getan, um Bewusstsein zu schaffen. Das ist natürlich nach wie vor auch beim Klimaschutz ein relevantes Thema. Ein Beispiel wäre zum Beispiel sowas wie ein kommunaler Tag des Wohnens, wo also ja einfach an verschiedene Aktionen stattfinden rund um dieses Thema, wie schaffen wir ein ökologisches, aber auch soziales Wohnen in unserer Stadt. Und der letzte Punkt, Lobbyarbeit, ist in dem Sinne jetzt kein klassisches Beteiligungsformat, aber was natürlich trotzdem nach wie vor eine Rolle spielt, ist einfach Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu erreichen und die ja einfach zu versuchen mit entsprechenden Informationen oder auch mit entsprechenden Anliegen, sage ich mal, zu versorgen, damit die die richtigen Entscheidungen treffen können. Und das ist eigentlich relativ trivial. Deshalb nur ganz kurz noch Chancen von Beteiligung. Die sozial-ökologische Transformation und Demokratisierung können aus meiner Sicht Hand in Hand gehen. Das ist eine große Chance für beide, sage ich mal, Bereiche. Es führt zu Empowerment, also bei den Menschen zu dem Gefühl, wirklich selber was bewegen zu können, selber Politik machen zu können, vom einfach nur, sage ich mal, regiert werden zum selber gestalten kommen. Es stärkt sozialen Zusammenhalt und auch das Vertrauen ins politische System. Und es bringt letztlich auch größere Zustimmung zu den beschlossenen politischen Maßnahmen. Herausforderungen von Beteiligung sind einerseits, dass es Zeit braucht. Insbesondere kurzfristig mag das als eine Hürde erscheinen. Man muss aber auch berücksichtigen, auf lange Sicht spart es natürlich Zeit. Wenn am Anfang man lange diskutiert, aber dann zu einer Lösung kommt, die alle befürworten, dann spart man unter dem Strich Zeit, als wenn man irgendwas durchpaukt, aber dann hinterher ständig mit Widerständen rechnen muss. Schlecht gemachte Beteiligung führt zu Frust und zu Backlash, also zum Gegenteil von dem, was man beabsichtigt hat. Und das ist leider gar nicht mal so selten. Also ich glaube, das ist wirklich eine Gefahr, gerade auch jetzt bei zum Beispiel der Bürgerratswelle. Ein schlecht gemachter Bürgerrat hilft niemandem. Dann lieber gar keinen machen. Deshalb, das ist, glaube ich, schon eine Gefahr. Und im Klimaschutz ist es so, ich glaube, da muss man sich auch genau fragen, woran will man jetzt Leute beteiligen oder was genau will man eigentlich diskutieren? Ja, natürlich kann man Leute mal zusammenbringen und die fangen einfach mal an, über Klimaschutz zu reden und werfen zum Beispiel irgendwelche Ideen in die Mitte. Aber am Ende wird man so kein Konzept bekommen, mit dem man klimaneutral wird. Sondern das muss man sich schon genau überlegen, okay, mit welchen Fragestellungen geht man in so einen Prozess rein? Was will man eigentlich von den Bürgerinnen und Bürgern erfahren? Und dann kann man wirklich passgenaue Formate designen. Aber es braucht eben ein bisschen Integration von Inhaltswissen und Prozesswissen. Kernbotschaft meines Vortrags: Klimawende ohne Beteiligung wird vermutlich scheitern, leider. Es gibt ein großes Spektrum an Beteiligungsmöglichkeiten, wie wir gesehen haben. Und welches Format man letztlich auswählt, hängt einfach davon ab, welches Ziel man verfolgt. Noch ein bisschen Werbung in eigene Sache. Wir haben 2020 das Handbuch Klimaschutz herausgegeben als Verein, was darstellt, was in Deutschland getan werden muss, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist also eine ganz interessante Metastudie, die auch heute noch in vielen Punkten aktuell ist, weil sie zu der Zeit, als sie herausgekommen ist, sozusagen vor ihrer Zeit war. Insofern ist sie jetzt immer noch aktuell. Und das Besondere dabei ist aber, dass da auch aufgezeigt wird, was sind denn eigentlich Fragen, die noch offen sind. Also was wird denn jetzt noch nicht beantwortet von der Wissenschaft? Wo sind noch Spielräume, die wir demokratisch tatsächlich diskutieren können und auch müssen? Also falls Sie Lust haben, besorgen Sie sich ein Exemplar. Dann auf das Buch Klimawende von unten hat Jana vorhin schon hingewiesen. Und ich möchte auch nochmal aufmerksam machen auf unsere Seite die Klimadebatte, wo einfach viele Informationen sowohl inhaltlich zum Klimaschutz, aber auch zu den heute vorgestellten Beteiligungsformaten zu finden sind. Ja, damit bedanke ich mich und freue mich jetzt sehr auf die Diskussion.